Hallo, liebe Hungrige. Ihr wollt frühstücken, aber auf Stulle, Schnitte, Bämme oder wie auch immer die Brotscheibe bei euch genannt wird, sollen eben nicht schon wieder Schinken oder Salamischeiben liegen. Auch Nutella oder Marmelade sind manchmal langweilig. Es gibt Abhilfe, nämlich mit diesem originellen Omelette-Sandwich, das ich bei Chefkoch entdeckt habe. Die Zutaten sind sehr überschaubar. Wir brauchen Brot, eurer Wahl, Eier, Schinkenwürfel und geriebenen Käse und Paprika, am besten zweifarbig. Und die Zutaten sind nicht in Stein gemeißelt, ihr könnt ja auch noch variieren. Zuerst schneiden wir, logisch am besten mit einem scharfen Messer, das Innere aus dem Brot heraus, also so, dass ein Rand stehen bleibt von maximalen Zentimeter Breite. Und ihr legt natürlich fest, wie viele Scheiben es sein sollen. Nur noch eine kleine Vorbereitungsarbeit, den Paprika waschen und entkernen und anschließend beide Sorten in kleine Stücke schneiden. Nun schnell noch die Eier verquirlen. Damit sind wir startklar und können loslegen. In der Pfanne wird Fett erhitzt. Ich nehme Butterschmalz, doch es darf zum Beispiel auch Öl sein. Dann geben wir von Paprika mit in die Pfanne, und zwar von beiden Sorten. Außerdem auch von den Schinkenwürfeln und braten alles nun kurz an. Und wirklich nur kurz, also so 1-1,5 Minuten. Rühren dabei mal durch und bringen dann alles, zum Beispiel mit einem Löffel, in eine Form, die in etwa der Brotscheibe entspricht. Und geben nun den ausgeschnittenen Brotrand darüber, so dass er mit der Paprika-Schinkenmischung vollständig ausgefüllt ist. Was übrig bleibt, weil so genau kann man es ja nicht dosieren, einfach zur Seite schieben und rausnehmen. Verwenden wir dann für die nächste Portion. So eine knappe Minute vor sich hin brutzeln lassen. Und dann wird mit dem verquirlten Ei aufgefüllt. Deswegen ja auch Omelette. Eventuell den Brotrand noch ein bisschen runterdrücken, damit das Ei nicht rausläuft. Aber eigentlich passiert das kaum. Nun das Ei kurz stocken lassen und dann alles noch mit dem geriebenen Käse bestreuen. Nun das ausgeschnittene Brotinnere darauf geben, ein bisschen andrücken und jetzt alles bei mittlerer Hitze so für 2,5 bis 3 Minuten weiterbraten. Dann wenden, ist an der einen Seite ein bisschen dunkel, aber noch vertretbar. Kurz von unten nochmal ein bisschen erhitzen und dann herausnehmen. Nun das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf, in das erhitzte Fett beide Sorten von Paprika geben, ebenso die Schinkenwürfel, kurz anbraten, in Form der Brotscheibe bringen, den Rand darüber geben, überflüssige Füllung beiseite schieben, verquirltes Ei darüber gießen, dann mit dem geriebenen Käse bestreuen, den Brotdeckel raufgeben und alles für maximal 3 Minuten braten, wenden und dann herausnehmen. Sieht gut aus, schmeckt lecker, ist eine originelle Variante, halt eben mal was anderes, darf natürlich nicht bloß zum Frühstück gegessen werden, ist auch abends lecker. Wenn wir es anschneiden, sehen wir alles durch. Viel Spaß bei der Zubereitung, probiert's mal. Ich wünsche euch guten Appetit. Und falls ihr wissen wollt, wie das perfekte Rührei zubereitet wird oder euch nach einer Low-Carb-Variante ist, zum Beispiel Eggs and Clouds, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über Abo und Likes freue ich mich natürlich. Bis zum nächsten Mal, tschüss, bye bye.